Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Osterprojekt 2020, wie immer präsentiert von Annettes Backstübchen. Hier zeigen euch meine Foodtuber-Kollegen und ich bis zum 5. April jeden Tag ein anderes Rezept zum Thema Ostern. Die gesammelten Rezepte, die findet ihr auf einer Playliste, die ich euch oben in der Infokarte verlinkt habe. Heute bin ich dran und ich habe euch eine Eierlikör-Torte mitgebracht. Die ist natürlich prädestiniert zu Ostern, aber ich finde, die schmeckt eigentlich zu jeder Gelegenheit unterm Jahr. Vor allem, da die so lecker, locker und saftig ist und dabei so schnell und einfach gemacht, dass sie wirklich für jeden geeignet ist. Vom Backprofi bis zum blutigen Anfänger. So, und dann lasst uns mal anfangen. Für die Eierlikör-Torte brauchen wir folgende Zutaten. 180 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 4 Eier, 100 Gramm Buttermilch, 70 Gramm Mandeln, 40 Gramm Kakao, natürlich Mehl und zwar 300 Gramm, Backpulver und Gewürze. Einmal Zitronenschale bzw. Zitronenzucker, Vanillezucker und Salz, eine Prise. Für den Rührteig als erstes die Butter mit den Gewürzen und den Zucker schaumig rühren. Ach ja, noch, falls euer Backofen genauso lange zum Aufheizen braucht wie meiner, dann solltet ihr den jetzt schon mal einschalten. Wenn die Butter-Zuckermischung richtig schön hellcremig geworden ist, so wie hier jetzt, dann die Eier einzeln dazugeben. Und jeweils für mindestens eine Minute unterrühren. So, nachdem jetzt die Eier gut untergerührt sind, gebe ich das Kakaopulver und die Mandeln dazu. Das werde ich jetzt kurz unterrühren lassen. Dann kommt noch die Buttermilch dazu. Ebenfalls kurz unterrühren. Und dann wird noch das Mehl dazu gesiebt. Das Mehl dann noch kurz mit dem Schneebesen unterheben. Und dann in eine 26er Springform geben. Die habe ich mir hier mit einer Dauerbackfolie ausgekleidet. Ihr könnt es natürlich ganz normal mit Backpapier machen. Dann noch glatt streichen. Und ab in den Backofen. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze bzw. 165 Grad Umluft und zwischen 30 und 40 Minuten. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe, bevor ihr den Kuchen aus dem Ofen holt. Der Kuchenboden ist jetzt fertig gebacken. Der hat jetzt bei mir ein bisschen länger gebacken, nämlich so mehr 45 bis 50 Minuten. Da müsst ihr dann einfach gucken und die Stäbchenprobe machen, bevor ihr den Kuchenboden rausholt. Den lasse ich jetzt abkühlen und dann mache ich weiter. Den Kuchenboden habe ich jetzt vom Backpapier befreit und habe ihn auf so einen Kuchenräder gesetzt. Ihr könnt den Boden natürlich auch ganz normal auf eine Tortenplatte stellen. Dann einen Tortenring drumherum legen. Und da ich finde, eine Eierlikör-Torte sollte sehr saftig schmecken, werde ich den jetzt noch tränken. Und damit die Tränke besser einziehen kann, tue ich mit so einem Schaschlikspieß Löcher reinpieksen.
Hier habe ich etwa 50 ml Eierlikör vermischt mit etwa 50 ml Milch. Während die Tränke jetzt einzieht, schlage ich die Sahne. Für das Topping der Eierlikörtorte habe ich hier 3 Becher Sahne. Das werde ich steif schlagen mit 3 Päckchen Vanillezucker und 3 Päckchen Sahne steif. Dann kommt natürlich obendrauf Eierlikör, je nach Geschmack zwischen 150 und 200 ml. Und dann die Schokostreusel. Die Sahne anschlagen und nach einer kurzen Zeit das Sahnesteif dazugeben. Etwa ein Drittel der Sahne in den Einwegspritzbeutel mit Standhülle geben. Den Spritzbeutel bis zur Verwendung natürlich erstmal in den Kühlschrank stellen. Dann vom Rest etwa 2 Drittel auf die Torte geben. Noch ein bisschen was natürlich zurückbehalten für den Rand. Und es dann glatt streichen. Ganz perfekt braucht es natürlich nicht zu sein. Schließlich sieht man die Sahne nachher nicht mehr. Da kommt ja der Eierlikör drauf. Jetzt können wir die Torte erstmal zum Absteifen etwas in den Kühlschrank geben. Ich spare mir das jetzt heute und mache gleich mal weiter. Dafür den Tortenrand lösen mit einem Messer. Dann den Rand natürlich ebenfalls einstreichen. Der Rand braucht natürlich ebenfalls nicht perfekt zu sein, da wir da ja noch Schokostreusel oder Schokosplitter drauf machen. Aber so einigermaßen grad möchte ich den doch schon haben. Deshalb ziehe ich das jetzt hier mit einer Teigkarte ab. Da ich die Torte so ein bisschen stückchenweise verzieren möchte, mache ich mir jetzt hier ein Kennzeichen drauf. Und kann das dann nachher mit dem Rosettnis so ein bisschen andeuten. Dann mache ich als nächstes die Schokostreusel am Rand. Dafür einfach schräg halten und an den Rand pressen. Die jetzt runterfallen, kann man nachher wieder aufsammeln und nochmal benutzen. Für das Geschäft hier sind die Frauen im Vorteil, die immer kalte Hände haben. Auch mal. Für diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, so wie jetzt bei mir, ich halte meine Hand immer eine Weile unter kaltes Wasser, dann schmelzen die Schokostreusel auch nicht so schnell in der Hand. Als nächstes spritze ich im Kreis außenrum mit Sahnetupfen. Die sind natürlich wichtig, damit der Eierlikör nachher nicht runterläuft. Und damit man hinterher, wenn der Eierlikör schon drauf ist, so ein bisschen sehen kann, wo die einzelnen Stücke sind, mache ich hier einfach nochmal eine Rosette extra. Und dann wird einfach der Eierlikör oben drauf gegossen. Ruhig die ganzen Zwischenräume auch ausfüllen, ist es schließlich eine Eierlikör-Torte. Was ich gerne noch mache, ist hier ein paar Schokostreusel noch oben drüber. Ich finde, das rundet den Look noch ab. So, jetzt ist die Torte eigentlich auch schon fertig. Da ich diese Torte jetzt hier aber für uns zu Ostern gemacht habe, habe ich mir da noch eine Zusatzdeko mit so kleinen Schokoeier überlegt, die ich dann einfach hier noch mit in die Rosetten stecke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr backt die Torte auf jeden Fall mal nach. Schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare, wie euch die Torte geschmeckt hat. Und solltet ihr meinen Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann holt es doch ganz schnell nach. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ciao!